Hey, Dennis Gore hier. Herzlich willkommen zur Bitcoin-Informant-Show Nummer 524 heute am 3. Januar. Wir sprechen über Abchasien. Ja, da wurde dann 15 Bitcoin-Minern einfach der Strom abgedreht und über Tony Robbins, den Self-Help-Guru und seinen Bitcoin-Tweet. Wir beginnen aber wie immer mit dem Preis. Der steht aktuell bei, ja, 3.800. 48, also gestern ja knapp $100 geklettert. Wir waren ganz kurz auf 3.900, aber jetzt gerade wieder ein bisschen aktuell abwärts. Ja, 3.847. Mal gucken, was der Rest des Tages noch so bringt. Aber lass uns mal rüber gucken zur Republik Abchasien. Hast du schon mal gehört? Also ich hatte es vorher nicht gehört. Abchasien liegt ja nordöstlich der Türkei, grenzt ans Schwarze Meer. Und die haben dort 15 Bitcoin-Mining-Farmen aufgebaut. Den wurde einfach mal der Strom abgedreht. Denn ja, Bitcoin-Mining verbraucht nun mal Strom und das auch nicht zu knapp. Aber viele Umweltschützer sagen, Bitcoin-Mining wäre so schlimm. Ich hatte ja schon einige Artikel oder einige Videos darüber gemacht, warum Bitcoin, ja, das, ich sag mal, dieser Umweltaspekt nicht so wirklich zieht, denn mittlerweile haben einige Studien bewiesen, dass ja viel oder ein Großteil des Stroms von Bitcoin aus erneuerbaren Energien kommt und ja, das ist sogar wirklich gut für die Stabilisierung der Stromnetze ist. Aber gehen wir mal zurück nach Abchasien. Diese 15 Mining-Farmen haben so viel verbraucht wie 1800 Haushalte. Und dieses Land hat gerade mal 250.000 Einwohner. Und der staatliche, ja, Stromversorger, der hat an einem Facebook-Post mitgeteilt am 31. Dezember, dass sie jetzt, ja, zeitweilig Maßnahmen zur Begrenzung des Stromverbrauchs verabschieden für bestimmte Abonnenten, also in diesem Fall die Mining-Farmen. Und ja, das ist schon ziemlich krass. Stell dir vor, du baust irgendwo eine Mining-Farm auf und auf einmal entscheidet der Staat, hey, wir können das nicht mehr machen. Ja, anscheinend haben die sich da ein bisschen verkalkuliert. Und ja, was da jetzt, wie lange das jetzt so sein soll, ja, das bleibt noch offen. Oder die Reaktion der Betreiber, da gibt es auch keine Infos zu. Ja, aber diese kleine Region, ja, die steht nicht alleine da. Es gibt auch immer wieder andere Beispiele in Norwegen. Ja, da hatten wir ein paar Sachen, wogegen in diesen Energiebedarf von Bitcoin Mining vorgegangen wurde. Ja, dann, es war ja teilweise sogar in Norwegen so, dass es subventioniert wurde, das Bitcoin Mining. Ja, dieser Vorteil ist dieses Jahr weggefallen am 1. Januar. Ja, jetzt müssen Bitcoin Miner teilweise das Vierfache für den benötigten Strom bezahlen. Dass sich das nicht rechnet, das dürfte klar sein. Ja, aber nicht nur diese Preiserhöhung vom Strom, natürlich auch der Bärenmarkt, den wir seit über einem Jahr haben, mit den geringen Preisen und vor allem den geringen Gewinnmargen im Mining, ja, der kickt viele kleine Miner raus und bringt die Schürfer wirklich in Bedrängnis. Nichtsdestotrotz, die Bitcoin-Hash-Rate, ja, die ist ja in den letzten Monaten gefallen. Jetzt ist das erste Mal wieder ja, gestiegen. Auch die Mining-Difficulty ist wieder gestiegen. Also scheint da sich eine Trendwende abzuzeichnen. Nichtsdestotrotz, ja, sind Miner weiterhin unter Druck. Wir haben es ja auch bei Bitmain gehört, die wohl ja große Teile vom Mining verkauft haben und so weiter und so fort. Also es passiert sehr, sehr viel im Hintergrund. Ja, guck mal zum US-Amerikaner Tony Robbins. Ja, der ist mega, mega erfolgreich. Autor von Selbsthilfebüchern, macht richtig coole Seminare. Wenn ihr mal die Chance habt, auf ein Seminar von ihm zu gehen, ja, richtig, richtig cool. Hat einige Firmen am Start und alleine 2016 hat er 6 Milliarden Dollar umgesetzt. Also schon eine richtige Hausnummer. Und auch auf Twitter hat der Guru, sage ich mal, mehr als 3 Millionen Follower und hat ja in einem Tweet auf Bitcoin hingewiesen. Also der Tweet ist jetzt vom 30. Dezember 2018, ja, und da heißt es, ich blende es kurz ein: What the heck is Bitcoin and how does it work? Find out here. Und er verlinkt dann ja auf seine Webseite, wo ein Artikel über, ja, Bitcoin verfasst wurde. Der ist aber schon vom 2. Februar 2000 16, also vielleicht ist Tony Robbins schon ein bisschen länger investiert. Wer weiß, er ist ja in finanziellen Angelegenheiten wirklich sehr gut aufgestellt, sag ich mal. Und
Ja, Fakt ist auf jeden Fall, in diesem Artikel, der an seine 3 Millionen Follower rausgegangen ist, wird wirklich alles erklärt, wie Bitcoin funktioniert. Und er sagt, es sei ein bisschen schwierig, auch Bitcoin zu erklären. Das ist so, als ob man jemanden aus den 80er Jahren erklären würde, was das Internet ist. Ja? Und er sagt, Bitcoin sei ein ganz neues Konzept. Der Artikel erläutert die Grundlagen und so weiter und so fort. Und eine Erklärung ist besonders gut hier. Er schreibt da in dem Artikel, nicht eine einzelne Bank, eine Regierung, ein Unternehmen oder eine Person besitzt das Netzwerk oder hat Kontrolle darüber. Das bedeutet, dass ihr Konto nie eingefroren werden kann. Keine Regierung kann die Währung entwerten und die Währung kann in jedem Land verwendet werden. Ja, das ist eine ziemlich coole Zusammenfassung auf jeden Fall. Auch eine wichtige Zusammenfassung. Ja, vor allem, dass niemand dein Konto einfrieren kann und niemand die Währung entwerten kann. Ja, das ist ein großer, großer Punkt. Ich denke, der Bitcoin noch viel, viel wertvoller machen wird in den nächsten Jahren. Aber es gibt natürlich auch ein bisschen Fad im Artikel. Und da heißt es, allerdings können Technikbewanderte der anonymen Natur von Bitcoin es auch zur Steuervermeidung und Bezahlung von illegalen Waren oder Dienstleistungen verwenden. Oh mein Gott. Dass dieses Argument immer wieder benutzt wird, ist eigentlich ja echt, ich sag mal, läppsch, wie wir in Köln sagen. Aber das wäre so, wenn ich sage, ja, du kannst hier in der Türkei auch mit Euros bezahlen, aber du kannst auch Drogen kaufen mit Euros. Ja? Scheiße, Drogen, oh mein Gott. Oder andere illegale Sachen, ja. Warum das immer wieder angeführt wird, keine Ahnung. Bitcoin ist eine Währung, da kann man alles mit kaufen, was jemand bereit ist zu verkaufen, wie mit jeder anderen Währung. Aber wir alle wissen ja, die ganzen richtigen Verbrecher, die sitzen in den Banken, die Milliarden hin und her schieben und Multimillionen Strafzahlungen jedes Jahr leisten. Ne? Ja, nichtsdestotrotz, ich sag mal, Tony Robbins mit seinen 3 Millionen Followern, der ist auf jeden Fall jemand, der etwas bewegen kann. Ob er das Thema weiter ausführt, vielleicht in einem seiner Seminare mal oder Bücher weiter behandelt, das bleibt abzuwarten. Gucken wir mal zum Schluss auf den Markt. Da zieht Judo aus, würde ich sagen. 133 Milliarden Marktkapitalisierung, 17 Milliarden Trading-Volumen. Bitcoin-Dominanz weiterhin bei 51%. Und ja, in den Top 20 ist alles grün soweit. Hervorsticht Ethereum hat wieder Platz 2 erklommen in der Liste mit einem Preis von $154, 7% Kursplus. EOS 6% Kursplus, steht auf Platz 5 mit $2,82. Ja, und sonst hervorsticht der Top-Gewinner zum Vortag, das ist Chainlink mit 18,9% Kursplus. Und Top-Verlierer ist Digitex Futures mit knapp 15% im Minus. Also wieder viel Bewegung drin im Markt, großteils aber grün. Mal gucken, was der Rest des Tages oder der Rest der Woche noch so bringt. Ich bin erstmal raus. Vielen Dank fürs Zusehen und fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir ein Like, gebt mir einen Thumbs up und teilt dieses Video auch mit den Leuten, die sich auch für das Thema interessieren oder interessieren sollten. Bin euch mega dankbar dafür. Und dann sehen wir uns morgen wieder in alter Frische. Bis dahin, wie immer, macht gut, schwenkt den Hut. Let's fight the force of evil in Bitcoin and cryptocurrency we trust. Bam! Give us a Bitcoin to save.